So, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 15. Es geht weiter. Und zwar habe ich wieder ein bisschen Vorbereitung betrieben. Ich habe ein paar Quests gemacht und ein paar Jagden erfüllt. Und heute möchte ich mich aber, bevor wir mit dem Storyplot fortfahren, mit einer etwas speziellen... What the? Mit einer etwas speziellen Jagd begnügen. Wie wir von dem guten Tucker angenommen haben, beziehungsweise zu seiner... Ach, fick dich, Alter. Ficken. Wie zu seiner Questreihe quasi gerät. Wie man sieht, habe ich auch einiges an EXP angefarmt. Für einen ganz besonderen Moment. Och, Alter. Geht mir doch nicht auf den Sack, Jungs. What? Was mit meinem Zauber passiert, Alter? Ernsthaft? Hab ich jetzt meinen Zauber verschwendet für nichts, Alter? Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist mir jetzt im Vorspiel dann aufgefallen, dass das Spiel so sehr viele Bugs hat. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie jetzt in diesem LP. Boah, Alter, geht mir doch nicht auf den Piss, Jungs. Alter, seid ihr nervig. Ficken! Ja, jetzt wo ist der letzte? Hier, Alter, direkt vor meiner Fresse, Alter. Ins Gesicht. Haben wir's jetzt mal. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Danke. Und zwar möchte ich eine ganz besondere Jagd anfangen und die mir dabei helfen wird, eine weitere Questreihe aufzufüllen, denn der gute Taka mit der Quest Metzgerträume hat mich damit beauftragt, einen Cutblippus zu töten. Wir kennen Cutblippusse. Sie sind eigentlich dafür bekannt, dass sie uns versteinern. Doch diese anmutigen Riesen der Natur, das ist unser nächstes Ziel. Und diese spezielle Jagd wollte ich euch nicht vorenthalten. Dass diese Wichser sich jetzt wieder einmischen, gefällt mir absolut nicht. Absolut gar nicht. Das ist so nervig mit diesen Lappen, das ist nicht normal. Ja, kommt rausgesprungen, her damit. Ich bereite schon mal meinen Zauber vor. Alter! Treibt eure Lage an. Ja, jetzt, was habt ihr zu melden, ne? Gar nichts habt ihr zu melden, ihr Lappen. So. Wie gesagt, wir werden uns nun mit Cutlipus anfreunden. Hi! Gut, er ist Level 38, das ist aber allerdings kein Problem. Es tut mir fast schon ein bisschen leid, diese anmutigen Wesen zu attackieren, aber... Es ist nun mal Bestandteil einer Quest und dann müssen wir das tun. Oh mein Gott, der erste ist schon gefallen. Das erinnert so ein bisschen an die Viecher aus Final Fantasy 13, wo wir quasi öfters bekämpfen können. Ich weiß gerade allerdings nur den Namen von besagten Viechern nicht. Diese Riesenviecher, die so schwer zu besiegen waren. Ich glaube, es waren bei Final Fantasy 13 tatsächlich Adamant Pimeis. Das erinnert so ein bisschen an das Ganze. Ja, ich... Alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber... Ich denke, wir werden das Schiff schon schaukeln. Wie gesagt, der Kampf könnte ein bisschen länger dauern. Ich wollte euch diese Epic Music nicht vorenthalten. Ach du Scheiße, ich mach ja gar kein Damage, Alter. Darf ich, oder... Holy Mother!
Okay, das ist ein bisschen blöd. Roger! Auf Warpunkt, Alter. Was ist da hinten? Was da hinten leider war? Ich glaube, wir sind erledigt. Alter, wo ist denn der Schwung? Alter! Okay, ich hab's schon verstanden. Gut, dass ich so viel Final Elixier gefunden habe. Das Viech ist auch ein bisschen über meinem Level, aber das sollte kein Problem sein. Ja, jetzt da hinten der Wurm. Fuck, mein Knopf hat gehangen. Wackeln, Alter. Ficken! Nicht wackeln, sondern ficken! Oh, Elixier reinschmeißen, schnell. So, jetzt weiter geht's. Ja, wir machen halt auch gar kein Damage. Das ist natürlich auch ein... entscheidender Faktor. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sollte einfach Final Elixier zu farmen, Alter. Das ist natürlich auch ein Faktor, der wichtig ist, dass man Damage macht. Was ich natürlich im Moment nicht wirklich tue. So, Prompto. Headshot, bitte. Oh nein, 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 warum mischt ihr? Oh, es ist so lästig, Alter, dass diese scheiß Niflheimer Wix-Brigade, Alter, die ganze Zeit, Alter, hier auf den Piss gehen, Alter. Ach, lecken, Alter. Fick. Ist ja nicht so, dass das Viech jetzt noch lange am Leben hätte, aber ich merke, ich mache einfach kein Damage, Alter. Wer lebt noch? Gladio. Oh, schön, Lappen im Anmarsch. Oh mein Gott, diese Viecher, die sind so lästig, Alter. Mag ich den Fechter in deine Mutter, Alter. Hier. Yeah. Leckt euch jetzt. Der Katlipus hat auch nicht mehr viel, ne? Bamsen, Alter! Der trümmert in dein Gesicht, Junge. Lass mal weg hier. Ja, Prompto! I need you, man! I need you. Alter, diese Typen, Alter, die gehen so auf den Piss. Yeah! Und das war's! Das Ende eines Hünen. Ja, Magieverstärkung könnte hergeben. Ja, das ist gut. Das kann ich nicht genug haben. Das reicht ja für 100. Das wird eine ganz schöne Schlepperei. Nice. Nice. So viel zum Katlepus. Ah, es tut mir leid, dass ich deinen Onkel umgebracht habe. Es tut uns leid. Wunderbar. Dann werde ich jetzt die Quest abschließen. Ihr wart also erfolgreich. Fleischgerichte magst du doch, oder? Ach ja. Sehr gut. Letztendlich habe ich euch tatsächlich mehr für meine als für Sitzzwecke eingespannt. Deswegen wollte ich mich gerne erkenntlich zeigen. Hiermit kann ich ein neues Gericht kreieren. Dir zum Dank und dir zu Ehren. Nett von dir. Ivo, du weißt, wo du es bestellen kannst. Also, keine freie Mahlzeit, was? Hier ist erstmal eure Belohnung. Verdammt lecker. Lasst's euch schmecken.
Very nice. Dafür gibt es natürlich ordentlich EXP. Das dürfte jetzt eigentlich auch für erstmal lange Zeit seine letzte Quest gewesen sein. Beziehungsweise, ich glaube, das ist sogar seine letzte Quest gewesen. Gut, wir können jetzt hier das Jumbo-Steak kredenzen lassen. Ja, LP-Boost, ja, plus 1000 ist natürlich schon sehr gut. Beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht, das ist jetzt für mich eher uninteressant, aber nice. Nice, wenn jetzt noch Angriffskraft plus 300 wäre, dann wäre es nice. Gefallen. So, damit hätten wir diese Quest auch wieder erledigt mit viel zu lautem Ton im Hintergrund. Und was für ein passendes. Ja, ja. Von diesem Tucker können wir uns noch eine Scheibe abschneiden. Der macht keine Umschweife. Da ist was dran. So, außerdem warte ich auf Sid, dass er mir die Motorklinge 3 verbessert. Also ich habe mir die Motorklinge 3 schon verbessert. Und jetzt müsste sie zur Ultima-Klinge verbessert werden. Weil ich so viel Scheißviecher geschlachtet habe, dass es einfach sein muss. So, okay, das mache ich auf Screen. Okay, dann würde ich doch sagen, bevor wir irgendetwas weitermachen, ich habe hier noch ein paar Jagden offen, hier habe ich noch eine Quest, das sind aber alles Quests zu Gebieten, wo ich ja erstmal hier oben keinen Zugang habe. Deswegen werden wir jetzt nach Lestalum gehen, mit dem guten oder schlechten Arden quatschen und somit die Story weiter fortführen. Ich will auch nicht tanken, ich will Auto fahren. Danke. So, automatisches Fahren, Aufgabenziel, Lestalum. So, ich denke, jetzt habe ich alles soweit erledigt, was ich haben wollte. Ich bin in Lestalum angekommen und dann hat Sid-Kun angerufen und hatte mir gesagt, dass ich wieder zurückkommen soll, meine Waffe abholen, und ich habe die Ultima-Klinge nun. Sie ist nicht so stark, wie man es vielleicht meinen möchte. Sie hat, also im Gegensatz zu den anderen Waffen, hat sie einen deutlichen Angriffs-Power-Boost. Ja. Sieht natürlich auch dementsprechend interessant aus. Attacke 364 ist natürlich jetzt im Vergleich zum Tarionenschwert oder zum Schwert des Weisen um einiges besser. Und absorbiert Elementarenergie noch mit dabei. Das ist natürlich nice. Und damit hätten wir diese Queste auch erledigt. Okay. So, ich würde sagen, wir reden jetzt mit diesem, Penner. Ich meine, der sieht raus wie so ein Straßenpenner, oder? Und beginnen mit was auch immer. Seid ihr soweit? Klar. Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Du kannst mal gepflegt dein Arschloch zuschweißen lassen, Alter. Ardins Auto fahren, von Ardin fahren lassen, Ignis fahren lassen. Kann ich tatsächlich Ardins Auto fahren? Ich glaube nicht. Ich will lieber dein Auto fahren. Was? Dann verlange ich aber eine heftige Kaution von euch. Nun Spaß. Yeah. Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Gut, die Antwortmöglichkeit war jetzt wahrscheinlich nicht die beste, was mein FP-Konto beziehungsweise mein FP-Loot mir damit sagen wollte, aber der Diss war notwendig. So, und somit endet es Kapitel 3, glaube ich. Sind wir jetzt in Kapitel 4? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht mehr hinterher. Kapitel 4 von Göttern und Königen. Die Erde erzittert und Noctis wird von einem unangenehmen Stechen im Kopf geplagt. Ardin behauptet, die Schmerzen seien eine Nachricht des Gottes Titan an den König. Sollten die Legenden tatsächlich der Wahrheit entsprechen? Skeptisch, aber heimlich voller Hoffnung brechen die vier Gefährten zur Kautesplatte auf, wo der Riese zu finden sein soll. Nice! Schauen wir doch mal, ob es den Titanen wirklich gibt. Ich meine, mir persönlich wäre es ja lieber, wenn Iridia dann plötzlich vor mir stehen würde. Ja, Fanboy. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. But okay. Ja, so schnell sind wir schon in Kapitel 4 von 15. Es gibt 15 Kapitel, jawohl. Haben wir das auch mal gesehen.
Gesagt, getan, gedacht, ich weiß es nicht. Die göttlichen Prüfungen. Oh my goodness. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ja, doch. Ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut. Ja, ich muss ja sagen, dein Wagen hat irgendwas, aber ich glaube, dass mein Wagen ziemlich gut versichert ist. Im Gegensatz zu deinem. War der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Gut, die Task ist klar. Wir müssen einfach ihm folgen. Ja, relativ unspektakulär. Dürfen maximal 300 Meter. Das letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautestplatte. Markt. Was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Na, ob das funktioniert? Ich bezweifle es, ja. Nord, was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Digga, ich kann nicht rechts ranfahren. Ich darf dich aus den Augen verlieren. Ist hier ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck. Und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Sogar unser verwöhnter Noct weiß das zu schätzen. Ja, Freiheit. Jo, wir haben jetzt genug gesprochen. Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden? Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Also der Typ, alle, der stinkt 2 Kilometer gegen den Wind. Wer das noch nicht gemerkt hat, ist blind. Oder taub, ich weiß es nicht. Krass, Alter. Manu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Es war eine tolle Nacht mit dir, wirklich. Das ist eine Lockpfeife. Ich bin vom Blute der Kanadier. Oh? Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kanadi in die Geschichte einging. Ist das viele Beten nicht anstrengend? Überhaupt nicht. Die armen Leute, die meiner Hilfe bedürfen, haben es viel schwerer. Aber keine Angst, ich werde hier ausharren, bis es allen wieder gut geht. Zweifel, aber auch große Hoffnungen begleiteten die heranwachsende Kanadi. Es hieß, ihr hättet eine Botschaft. Ja. Berichtet mir von allen, die meinen Beistand brauchen. Zu jedem Einzelnen will ich eilen und ihm meine Hilfe zuteilwerden lassen. Dies ist meine Bestimmung. Sie will ich erfüllen. Und so gewann die junge Kanadi Vertrauen und wurde zur Königin der Herzen. Was sagt ihr zum Friedensabkommen? Ein Ende des Krieges bedeutet ein Ende des Leids. Dies ist ein großer Schritt in eine bessere Zukunft. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Dem Weg, den die Götter uns bereitet haben. Naja. Anscheinend hat es mit dem richtigen Weg ja nicht wirklich so geklappelt. Hier gibt's die Quest. Bei dir, oder? Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke. Gnaden.
Theos, Quell allen Lebens. Bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Habt vielen Dank, werte Kanaki. Ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist. Doch endlich. Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So, dann beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt, zum Beispiel in meiner Wohnung. Oh ja, deine Alte hätte sich bestimmt riesig gefreut. Nacht. Wenn wir zurück sind, setzt du den Benimmkurs fort. Jo. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan kräht doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Wer hätte das gedacht? Bist du hier genau richtig? Die geile Luna Freya kann sogar heilen. Natürlich kann sie das. Ich meine, sie ist ein Final Fantasy Girlie. Natürlich kann sie heilen. Übrigens, ja, diese Sequenz ist völlig optional. Man muss sie nicht sehen. Wenn man diesen Typen auch nicht anquatscht, dann wird man sie auch nicht sehen. Aber wir haben sie nun gesehen. So, wo ist denn der Quatschpiepkopf, Alter? Ach so, der steht da drin, okay. Wir möchten Hi! Wir möchten nämlich weiter gurksen in Richtung Meteor. Das war Französisch für guten Tag, Noct Taser. Okay, gibt es sonst noch irgendwas hier, was man vielleicht anglotzen könnte? Ich glaube, ich war hier schon mal, oder? Ich meine, ja, es sieht tatsächlich auch alles gleich aus. Also alle tanken irgendwie, ich weiß nicht. Alles dasselbe. Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Na klar! Deswegen sind wir hier. Was eine Frage. Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte, war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Daskas den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Ich glaube, dass wir diese Frage bald beantwortet bekommen. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Ein Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, pronto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja, klar. Aber der Spruch hat was, muss ich sagen. Er ist tatsächlich auch sehr wahr, ja. Und deine Brille, Ignis, beschlägt die bei der Hitze nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist. Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? Ich glaube, er will auch einfach nur cool und intelligent wirken mit dieser Brille. Nein, wir werden ihn im DLC auch. Wie ist das eigentlich ohne so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Er ist immer Was noch soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr.
Also, so schlimm fährt Nock nun auch wieder nicht. Welcher Verkehr, Alter? Hier ist gar nichts los auf der Straße. Ignis, übertreib deine Lage. Wir sind da? Achso, muss ich weiterfahren. Du meintest doch gerade, Ignis soll lesen, oder? Meinst du mich? Ja, wird einem beim Lesen auf der Fahrt nicht schlecht? Also mir schon. Mir auch. Im Auto lesen, da wird mir speiübel. Faule Ausrede. Was meinst du denn mit Ausrede? Eine Ausrede fürs Nichtlernen. Tu nicht so, als wärst du gebildeter als er. Ich glaube, ihr seid beide nicht wirklich gebildet, möchte ich meinen. Aber ja, lesen im Zug zum Beispiel, das mag ich auch nicht wirklich. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Ja, passiert heute noch was, oder? Oder was? Hallo? Ich bin da. Wir sind da. Ist das... Danke. Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo, ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Na, überrascht. Ich habe mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann, macht's gut. Ja, mach's gut. Tschüss, Arden. Komm gut nach Hause. Ich hoffe, du findest den Weg. Der Typ ist mir überhaupt nicht geheuer, Alter. Der Typ ist einfach nicht koscher. Ich meine, wir fahren jetzt in imperiales Gebiet, wie es aussieht. Nice. Das ist ein echt seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht. Stimmt. Er ist schlimmer. Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Dum di dum, dum di dum di dum, dum di dum, di dum. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. So, bevor wir allerdings herausfinden, was das Imperium so treibt, möchte ich auf meine Uhr schauen, damit ich weiß, wie viel Zeit ich in etwa noch habe zum... Gut, wir haben noch ein bisschen. Ein bisschen ist noch Zeit. Ein bisschen ist noch Zeit. Ich glaube, mein Ingame-Sound ist immer noch zu laut. Muss mal gucken. Ich möchte es auch nicht zu leise drehen, das Ganze. Gib it hier was. Diese Ruine. Was ist? Ja, sind Ruins. Sieht so ein bisschen aus wie Königsgrab, ne? Von der Architektur her. Was ist denn das? Sieht aus, als hätten wir ein Königsgrab entdeckt. Na dann, hol dir mal, was dir zusteht, Nockt. Ja, in Ordnung. Nice. Das muss der Meteorkristall-Splitter-Scheißdreck sein. Nice, nice. Das Grab des Mystikers. Oh, wir kriegen ein neues Schwertchen. Dir.
Scheint, als hätten wir ihn geweckt. Er versucht, mir etwas zu sagen. Alles in Ordnung, Doc? Ein Glück, ihr lebt. Könnt ihr hochklettern? Nein, aber hier ist ein Weg. Wir gehen schon mal vor. Sucht einen Weg herunter. Verstanden. Wir treffen uns später wieder. Seid vorsichtig. Ja! Was? Wir gehen alleine weiter? Hi. Ich kann leider kein Titanesisch reden, deswegen verstehe ich dich nicht, Kumpel. Hi. Hi. Ich meine, genau die gleiche Pose da wie Atlas. Ich meine, Atlas ist ja auch in der griechischen Mythologie dafür bekannt, die Welt zu tragen, so sagt es die Mythologie zumindest. Nur dass er hier halt nicht die Welt, sondern einen Pups-Komet trägt. Stachel sie nicht noch an. Ja, ja, Mama. Hör zu, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich kenne deine Ratschläge schon auswendig. Wo seid ihr? Ich hasse fliegende Gegner, ich hasse sie. Sind solche Temperaturen überhaupt möglich? Ich glaub, mir platzt gleich der Kopf. Das wäre tatsächlich ziemlich blöd, wenn dir der Kopf platzen würde, mein Guter. Soap. Ich möchte mal kurz schauen, weil ich brauche... Oh fuck, ich hab... Ah, fucky fuck. Ich bräuchte tatsächlich ein bisschen Eiszauberei. Ich habe allerdings zu wenig Eis. Das ist schlecht. Das habe ich nicht bedacht. Und ich bezweifle, dass wir hier Eis finden werden. Ja gut, dann mutet ohne gehen, würde ich sagen. Sieht schlecht aus. Das würde mich auch wundern, ehrlich gesagt. Unbeschreiblich. Nockt, hier lang. Ich komme. Bloß kein Fehltritt hier. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Geht's nicht vielleicht noch ein Stück langsamer? Halt dich fest! Mein Kopf! Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Beeil dich, schnell rüber! Nord, schaffst du es alleine? Jetzt reicht's langsam, Titan. Ich hab genug. Spar dir die Tiraden für später. Komm, schneller. Sei still. Schneller geht's nicht. Nur noch ein Stück. What the? Titan, also was willst du von mir? Das war eine Reaction, Alter. Ziemlich rauer Empfang für einen König, was? Du willst reden? Sprich deutlicher. Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter! Ich muss, glaube ich, ein bisschen meine
meinen Spielton ein bisschen runterstellen. Moment bitte. So. Okay, dieser Move, ich hab genug von dem ganzen Gelatsch, war physikalisch völlig unmöglich. Ich hab die Schnauze voll. Ständig diese Nörgelei. Was ist denn jetzt los? Nackt! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Digga, chill deine Nuggets, Alter. Natürlich bin ich ein Luzis, was geht? Ich bin der Luzis. Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das. Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht. Aber hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte? Wir Amicitias sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, bläute mein Vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, Gladio ist schon ein guter. Lauf nicht mehr alleine davon. Das ist ein Leibwächter. Gladio, bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Na nun, klingelt das Telefon? Ich hab Empfang hier. Krass. Ignis. Seid ihr okay? Hör zu, das Militär ist... Aufgelegt. Meinte, die Neffen wären hier. Oh. Yay. Was ich eigentlich sagen wollte, Gladio ist schon ein guter Typ, ja. Es ist mit ihm als Leibwächter, ja, er würde sein Leben, glaube ich, sogar für Noctis geben, wenn ich mich nicht täuschen würde. So, was uns allerdings hier oben erwartet? Was haben die Neffen mit Titan zum Schaffen? Und warum stiert er mich so pädophil von der Seite an? Das und vieles mehr in der nächsten Episode Final Fantasy 15.